Hallo zusammen, heute geht es um den Personenalarm in Kühlräumen. Ihr hört mich richtig. Und zwar geht es darum, dass Kühlräume Alarmanlagen brauchen, wenn sich darin Personen befinden und es geht um euer Geld und es geht zum Beispiel um diese Sirene. Ich habe hier einen alten Personenalarm und hier habe ich einen neuen Personenalarm. Da ist unten ein Druckknopf, der kommt in der Kühlzelle beim Eingang oder je nach Vorschriften nirgendwo anders. Und das Teil außen und das macht diesen Lärm dieser Sirene. Als ich klein und jung war, da hat man mal gelernt, von der Türe 5 Meter, wenn ich einen Fluchtweg habe, der länger ist als 5 Meter in einem Tiefkühlraum, dann brauche ich solch einen Personenalarm. Das war. Es gibt dann auch das Gesetz, ich habe das, die Bundesgenossenschaft, die Verordnung, die ist zum Beispiel von 1998. Darin steht, Kühlräume oder Räume unter minus 10 Grad, also sprich wieder Tiefkühlräume, die eine Fläche haben von 20 Quadratmeter und mehr, brauchen solch einen Personenalarm. Das heißt, 20 Quadratmeter, 4 mal 5 Meter, dann bin ich wieder auf der alten Faustregel, 5 Meter Fluchtweg. Jetzt haben wir seit letztes Jahr, das haben sie aber schon 2018 angeteigt, eine neue Regelung und die heißt, ich brauche einen Personenalarm ab 0 Grad. Das heißt, Fischhändler, Metzger, die ihre Kühlräume auf 0 Grad betreiben, brauchen bereits einen solchen Personenalarm. Und eines Volumens von 10 Kubikmeter. Das heißt, ein Kühlraum, der 2 Meter hat, mal 2 Meter, mal 2,50 Meter Höhe, der braucht bereits einen solchen Personenalarm. Also einen Druckknopf beim Eingang. Was die Höhe vom Raum mit dem Fluchtweg zu tun hat, weil es Kubikmeter sind, verstehe ich nicht. Vielleicht braucht es noch eine Leiter. Aber jetzt habe ich Kühlräume, die neben 2 mal oder 2,5 mal 2 Meter. Wenn ihr beim Gastwirt, der die letzten 2 Jahre schon mal geeselt wurde, und ihr habt so einen Tiefkühlraum, 2,5 mal, von mir aus 2,5 Meter. Wenn ihr da reinkommt, da hat er mal Gestell rundherum, sonst warum. Ihr könnt in diesem Raum ja meistens nicht mal umfallen. Die Leute gehen auch nicht rein und machen die Türe zu. Da lassen die noch die Türe offen, damit das Licht brennt und so weiter. Also all diese Gastwirte, kleinen Lebensmittelhändler, sonst diejenigen, die einen Kühlraum haben zwischen 4-5 Kubik, nicht Kubikmeter, sondern Quadratmeter, bis zu 20 Quadratmeter. All diese müssen jetzt oder müssten schon gemacht haben, solch einen Personenalarm nachrüsten. Das ist ja nicht nur so ein Horn, das ich irgendwie für ein paar Euro, dann der muss zertifiziert sein und bla bla und so weiter. Er muss eine Batterie drin haben. Diese Batterie muss dann auch wieder nach 5 Jahren gewartet werden, weil das Teil muss hornen, auch bei Stromausfall. Das, wenn man da liegt, dass es alle anderen hören. Und wenn ich jetzt so einen Personenalarm nehme und den nachrüsten muss bei so einem kleinen Kühlraum, dann kostet das jetzt, sagen wir mal, 1200 Franken, Euro, bald mehr, aber
Das ist ein anderes Thema. Dieser Personenalarm, also diese 1200 Euro und dann nach 5 Jahren wieder die Wartung, das muss ja nicht der Gastwirt bezahlen, der schon geäselt wurde die letzten 2 Jahre oder schikaniert, haben sie im Betrieb zugemacht wegen irgendwie einem C, das ist ja die Krönung. Und diese 1200 Euro, die der jetzt investieren muss, das muss ja logischerweise wieder auf die Preise abwälzen oder auf den Endkunden. Also das ist jetzt wieder ein EU-Gesetz, was auch von der Schweiz übernommen wird. Da habe ich irgendwo Schreiben gehabt. Schutz von Personen in Kühlräumen. Was das alles, die Bedingungen, die Normen, seht ihr. Ihr wisst jetzt, wenn ihr einen Raum habt, der 10 Kubikmeter Inhalt unter 0 Grad übersteigt, braucht ihr so einen Personenalarm, den nachzurüsten. Ja, ist machbar, kann auch jeder Elektriker, wenn er dazu kommt. Das ist Fakt. Ja. Ich mache euch hier vielleicht eine andere Schwachsinnverordnung der EU, zum Beispiel über, jetzt ist es runtergefallen, diese super Energielabel, die wir haben, die auch nichts bringen und nur Geld kosten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.